Guten Abend. Die Fußballsaison ist zu Ende. Der neue deutsche Meister steht fest, der erste FC Köln. Großer Jubel. Sie haben ein paar Bilder gesehen zu Beginn. Wir werden darauf noch näher eingehen. Wir werden aber auch sehr intensiv eingehen auf den schärfsten Verfolger, auf den großen Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, den Titelverteidiger. Wir haben darüber hinaus einen Abschluss dieser Bundesliga-Saison hier festgehalten. Wir wollen uns aber auch mit dem Basketball beschäftigen. Heute Abend stand der Abschluss der deutschen Meisterschaft auch dort. Wir wollen uns mit den Gymnastinnen beschäftigen und mit dem Eishockey, mit der Weltmeisterschaft in Prag natürlich. Wir haben Studiogäste zum Thema Köln und deutscher Meister. Die Kölner sind oben noch beim Bankett in Hamburg. Die Gladbacher sitzen in Mönchengladbach im Hotel und wollen 2-3 Stunden besinnlich miteinander verbringen. Wir haben zum Thema Köln einen Mann, der jahrelang, jahrzehntelang Dreh- und Angelpunkt beim 1. FC Köln war. Wolfgang Overath mit seiner charmanten Frau, mit Karin Overath. Und wir wollen uns heute Abend einen Preis anschauen, den ein Mann geschaffen hat, der in Deutschland immer wieder Aufsehen erregt. Einer der erfolgreichsten, einer der skurrilsten und interessantesten Designer in Europa, wenn nicht gar in der Welt. Luigi Colani steht dort drüben. Er hat einen Preis geschaffen, den sogenannten Karl-Adam-Preis. Und dazu haben wir uns einen der erfolgreichsten deutschen Ruderer ins Studio gebeten, nämlich Dr. Horst Meyer, einer der Schüler Karl Adams, ein Mann, der zweimal Weltmeister war, Olympiasieger, Silbermedaillengewinner. Und er soll uns diesen Preis ein bisschen näher bringen und ihn dann möglichst auch mitnehmen nach Hannover. Die Kölner sind also Meister. Großer Jubel, großes Spiel in Hamburg, aber die eigentliche Sensation, die trug sich in Düsseldorf zu, im Rheinstadion zwischen Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Und die deutsche Meisterschaft der Kölner hing buchstäblich an einem seidenen Faden. Falco Fröner und Bernd Heller werden uns jetzt berichten, was sich in Düsseldorf und in Gladbach zugetragen hat. Der Borussenfernseher im Mannschaftsbus offenbart das Spannende und Dramatik des letzten Fußballnachmittags dieser Saison. Haki Wimmer sah sich zum letzten Mal im Borussendress. Und er sah, wie er Heynckes nach 27 Sekunden Spielzeit die Flanke zum 1:0 servierte. Damit bereits war eine erste Hürde genommen, die sich im Verlaufe des Spiels zum Dammbruch entwickelte. Die 12. Spielminute. Heynckes setzt sich erneut durch, sein zweites Tor. Mönchengladbach hatte außer dem Torwart eigentlich nur 3 echte Abwehrspieler in der Mannschaft. Wittkamp, Vogts und Hannes. Alles andere stürmte. Wimmer. Solche Passagen im Mittelfeld wirkten quasi nur als Verzögerung der sich ständig steigernden Torfolge. Del Haier. Und Nielsen per Kopf, 3:0, ganze 13 Minuten waren gespielt. Die seltenen Angriffe der Dortmunder, hier allerdings mit ein wenig Glück für Kleff und die Hintermannschaft der Borussen. Borussias Rundfunk-Außenposten signalisierte noch immer kein Tor in Hamburg. In Düsseldorf aber fielen die Tore wie reife Früchte. Der deutsche Meister spielte wie entfesselt. Ballverlust für Borussia Dortmund. Und passen Sie auf, Mönchengladbach hat von seiner Konterfähigkeit nichts verloren. Del Haier. Gegen Huber und 4:0, ein echtes Klassetor. Die Fans am Rande waren bestens informiert. Plus 41, Borussia Mönchengladbach plus 34.
Herbert Fassbender in Düsseldorf. 1:0 steht es also für Köln bei St. Pauli. 4:0 bei Ihnen. Für und er hat auch sofort geschossen, aber Amman Theis, der Dortmunder Vorstopper. Amman Theis, eben Dortmunds Vorstopper, hatte neben Höhen aber auch etliche Tiefen. Diese Szene macht es deutlich. Missglückte Abwehr im Zusammenwirken mit Endrolat, Wittkamp und Theis und Wittkamp gemeinsam befördern sie den Ball gegen den Pfosten. Das 5:0 war der Hattrick für Heinkes. Wohlers hatte die Vorbereitung geleistet. Die Wiederholung dieses Treffers. Von spielerischer Taktik konnte eigentlich schon keine Rede mehr sein. Und es ist ganz sicherlich ein Erlebnis, im April im Freien zu baden, aber das eigentliche Fußballerlebnis fand im Rheinstadion statt, wo ein wahrer Fußballorkan durch das Stadion fegte. Wimmer, das 6:0. Dortmund verteidigte, aber eben nur so gut es ging. Die Wiederholung dieses Treffers macht es deutlich. 6:0 der Pausenstand in Düsseldorf. Halbzeit in Mönchengladbach. Leer gefegte Straßen. Die Szene hatte sich ins Rheinstadion verlagert. Dorthin also, wo die bekanntesten Söhne der Gemeinde beim derzeitigen Stand schon 50% ihres Meisterstücks abgeliefert hatten. Ein Blick auf die Anzeigetafel, wo die Halbzeitergebnisse zu sehen waren, verdeutlicht das. Das 7:0 ließ relativ lange auf sich warten. Es fiel erst in der 57. Minute. Heinkes war der Torschütze. Den Zeitverzug in der Torfolge egalisierte Nielsen mit einem prächtigen Tor schon 2 Minuten später. Dortmund resignierte, nicht alle taten mehr, was eigentlich zu tun gewesen wäre. Del Haie, das 9:0. Del Haie hatte hier bei diesem Kopfball sogar die Möglichkeit, unmittelbar danach das 10:0 zu erzielen. Aber in diesem Moment blieb es noch beim 9:0, obgleich jetzt schon deutlich wurde, die Dortmunder Abwehr war ein Torso. Aber nicht alles lag an Torhüter Endrolat, der mit dieser Parade bewies, dass er in der Tat ein Mann ist, der die Nerven in dieser Situation nicht verloren hatte. Der Rundfunkaußenposten signalisierte 3:0 in Hamburg. Trainer Lattek wurde nervös. Die Zeit lief davon. Solche sporadischen Angriffe der Dortmunder machte meistens Kläffze nicht. Und dann wurde Simonsen, der noch immer an dieser leichten Oberschenkelzerrung laboriert, ausgewechselt. Für ihn kam Lienen. Tja, Jubel schon wieder mal auf der Bank bei Borussia. Man hatte sich bereits daran gewöhnt. Drehen wir kurz zurück, was war passiert? Freistoß für Borussia. Wimmer hatte die Abseitsfalle von Dortmund erkannt und die Dortmunder hatten sich selbst ausgetrickst. Jetzt standen sie frei, die Borussenstürmer. Allen voran Heinkes, der hier im Nachsetzen sein 5. Tor erzielte. Es war über der Linie. Alle Proteste umsonst. Neuer Spielstand 10:0. Das 11:0. Lienen, der für Simonsen gekommen war, direkt nach dieser Ecke vorbei an allen resignierenden Dortmunder Abwehrspielern. Schlechte Abwehr von Geier und dann dieser satte Schuss, das 11:0. Hervorragende Parade von Kleff und damit bestand rein theoretisch noch immer die Möglichkeit,
tatsächlich noch deutscher Meister zu werden. Und in der praktisch letzten Minute einher mit dem Schlusspfiff erzielte Kulig das 12:0. Der Endstand. 12:0 gewonnen, das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben. Und das zudem noch in einem solch dramatischen Bundesliga-Finale, dennoch die Meisterschaft war dahin. Trainer Lattek natürlich enttäuscht. Trainer Otto Rehhagel in einer seiner schwersten Stunden seiner Trainerlaufbahn. Profis müssen auch Regentagen kennenlernen, meinte Rehhagel nach dem Spiel. Auf die Frage, was aber sei, wenn es hagelt, wusste Dortmunds Trainer keine Antwort mehr. Die Borussia aus Mönchengladbach aber wurde gefeiert wie ein deutscher Meister. 40.000 brachten stehend Ovationen. Ein Stück Bundesliga-Geschichte. Auch nachdem die 12:0-Sieger alles im Fernsehen noch einmal gesehen hatten, das Geschehene konnten sie doch nicht so recht umsetzen. Die Interviews, die wir machten, beweisen es. Ich wusste, dass es auf einmal 13:0 für Köln stand und da war es vorbei. Da waren wir schon ziemlich müde, weil diese Mannschaft heute so viel geleistet hat, mehr ist nicht mehr im Fußballbereich möglich. Das ist natürlich bitter, wenn man 34 Spiele gespielt hat und nur an 3 Toren scheitert und nicht Meister wird. Aber wir haben ja kaum noch damit gerechnet. Wir haben nur alles versucht, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Wir wurden immer von der Bank informiert. Aber uns wurde immer gezeigt, noch 2 Tore und das hörte nie auf. Und deswegen hat man schon gemerkt, dass das FC Köln hochführte. Ich hätte also lieber mitgespielt. Ich weiß auch nicht. Ich habe dann zum Schluss habe ich mich also auch nicht mehr so unter Kontrolle gehabt und habe auch blind wirst reingeschrien. Ich wusste also nicht, was geschehen war. In dem Sinne, ne? Das läuft dann einfach so weiter. Niemand in der Mannschaft hatte geglaubt, dass die Einwohner von Mönchengladbach ihnen dennoch einen triumphalen Empfang bereiten würden. Als die Borussen das Rathaus betraten, wo die Stadt Mönchengladbach einen Empfang für sie gab, merkte man einigen von ihnen die Enttäuschung über den Ausgang der Meisterschaft immer noch deutlich an. Die zahlreich angetretenen Fans aber feierten ihren Verein, als hätte er die Meisterschaft gewonnen. Bertie Vogts, Borussia Mönchengladbach hat das letzte Gefecht hoch überlegen gewonnen, aber die Schlacht um die Bundesligameisterschaft dennoch verloren. Was sagen Sie zum Ausgang der Saison? Ja, ich muss sagen, ein Kompliment an die Kölner Mannschaft. Und im Großen und Ganzen gesehen haben die Kölner es verdient. Wir haben in den letzten 2 Spielen 18 Tore geschossen und ein Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat alles gegeben. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn Jupp Heynckes und Allan Simonsen die ganze Saison durchgespielt hätten. Aber so kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen am 1. FC Köln an Hennes Weißweiler. Trainer Ude Lattek dagegen meinte, allerdings mit einem augenzwinkernden Blick auf sein Kölschglas, dass der deutsche Meister spätestens in 2 Stunden Mönchengladbach heißen würde. Den Kölnern kann das freilich egal sein. Ja, und demzufolge müsste es jetzt bei Udo Lattek eigentlich soweit sein. Es ist 10:55 Uhr. Wolfgang Overath, wir haben zwischen 18 und 20 Uhr eine Unmenge von Anrufen bekommen und uns sind Telegramme ins Haus gegangen. Die Zuschauer waren empört. Sie glaubten, es sei dort in Düsseldorf zwischen Gladbach und Dortmund nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Man sprach ganz unverhohlen von Schiebung. Halten Sie das für denkbar? Das ist undenkbar, meiner Meinung nach. Es ist am Ende einer Saison oft so, wenn bei einer Mannschaft wie bei Borussia Dortmund, es geht um nichts mehr. Sie konnten nicht mehr in den UEFA-Pokal, sie konnten nicht mehr absteigen, sie konnten nicht mehr Meister werden. Und bei den Gladbachern ging es um alles. Und dieser Mannschaft gelang am Anfang sehr schnell ein Tor. Die andere Mannschaft resigniert sehr schnell. Und dann passiert das, dass eine Mannschaft
dann so groß aufspielt und die andere so eingeht. Das ist also eine ganz normale Geschichte. Ich hatte das Gefühl, wenn da 15 oder 16 Tore gefallen wären in Düsseldorf, hätte man gar nicht so verwundert sein dürfen, denn die Gladbacher hatten noch eine Unmenge von sehr guten Chancen, die Endrola, der Dortmunder Torhüter, der mir heute richtig leid tat, vereitelt hat. Also es waren noch Pfostenschüsse dabei. Ich finde, es geht vielleicht doch ein bisschen zu weit, da so ganz blitzartig dann von Schiebung zu sprechen oder da etwas Unlauteres zu vermuten. Also meine Meinung ist das nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen und ich bin ziemlich sicher, dass es gerade nach den vorhergegangenen Debatten, die es gerade um den deutschen Fußball in den letzten 4-5 Jahren gegeben hat, dass es so etwas mal wieder geben wird. Ich glaube, das Empfinden der Zuschauer, der Menschen ist natürlich geschärft durch diesen Bundesliga-Skandal und man ist sehr schnell bereit, da etwas Fragwürdiges zu vermuten. Das ist unmöglich. Haben Sie das Spiel der Kölner mitverfolgt? Darauf kommen wir jetzt. Ja, ich habe es am Anfang am Radio gehört und wie ich dann hörte, dass die Gladbacher so viele Tore schossen und es fast pari pari stand, bin ich mit meinem Kleinsten, mit dem Sascha, zur Straße gegangen und bin etwas abseits gegangen und habe mit dem Fahrrad gefahren. Das war mir doch ein bisschen zu viel. Naja. Frau Overath, haben Sie das weiter dann verfolgt? Sind Sie überhaupt so interessiert, dass eine solche Reportage Nein. in voller Länge an Ihr Ohr kommt? Nicht. Überhaupt nicht. Sind Sie am Fußball nie so interessiert gewesen? Nein, noch nie. Sind Sie auch nicht Mitglied beim 1. FC Köln? Nein. Das wird sich auch jetzt nicht ändern, nachdem er zum zweiten Mal während dieser Bundesliga-Zeit deutscher Meister geworden ist. 64 waren die Kölner zum ersten Mal. Mhm. Nicht? Nein. Oskar Waag und Harald Clausen werden uns jetzt aus Hamburg schildern, wie das mit dem 1. FC Köln und dem FC St. Pauli zugegangen ist und was sich nachher zugetragen hat vor allem. Im Volksparkstadion dort ist immerhin fast eine halbe Stunde, ehe Köln den ersten Widerstand gebrochen hatte. Doppelpass Flohe Neumann mit Hamburger Hilfe. 1:0 für den Tabellenführer durch Flohe. Zweite Halbzeit, 60. Minute, Eckball Flohe, Kopfball Okudera, 2:0. Der erste Japaner in der Bundesliga, der erste Asiate auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Achtundsechzigste Minute. Heinz Flohe wird nicht konsequent attackiert. Ein tückischer Aufsetzer zum 3:0. Kölns Kapitän schied dann in der 80. Minute verletzt aus. Teile des Kölner Anhangs, wenigstens die Hälfte der 30.000 Zuschauer, war vom Rhein gekommen, enterten den Innenraum und feierten ihre Mannschaft. Auf dem Rasen mussten die Kölner, die von der sensationellen Entwicklung in Düsseldorf wussten, mit dem Feiern noch warten. Libero Gerber. Ein angeschnittener Pass zu Kullmann. Er ist schneller als Winkler. 4:0. 7 Minuten vor dem Spielende. Von Kölns umlagerter Trainerbank war dieser Treffer schon gar nicht mehr zu erkennen. Schmerzhafte Bisse dämpften sicherlich die Meisterschaftsfreude. Ohne Torerfolg blieb Dieter Müller. Dafür bereitete er das 5:0 mustergültig vor. Neumanns gefühlvolle Flanke verwandelte Okudera mit einem wahren Kopfballtorpedo. Zurück in die ersten Minuten. Die Kölner wussten sehr bald, dass Schützenhilfe nicht mehr zu erwarten war, dass jedes selbst erzielte Tor die Meisterschaft entscheiden würde. Entsprechend die Reaktion, Enttäuschung, Kritik. Noch einmal dieses 1:0 durch Flohe. Auf der Bank Freude, Zuversicht, aber noch nicht die Erlösung. In der zweiten Halbzeit, als es schon 2:0 stand, flatterte eine Taube in den Kölner Strafraum. Erster Gratulant aus Mönchengladbach wohl kaum. Es wurde hart gekämpft, Konopka und Flohe mit letztem Einsatz und mit hohem Risiko.
Eine Viertelstunde später, strömender Regen im Volksparkstadion, Flohe scheidet aus. Heinz Flohe, was ist los? Was ist los? Leichte Adoptorenzerrung habe ich. Können Sie morgen trotzdem noch mal Ente? Oder ist Montag? Ja. Haben Sie aber. Die Fans vom Rhein nach dem 4:0. Kaum noch zu halten. Sind Sie schon deutscher Meister? Ja, wir müssen Ende sein. Das übliche Bild. Fotografen, Reporter knipsen, drehen, belauschen. Ja, das weiß man ja noch 4 Minuten. Glauben Sie jetzt an die deutsche Meisterschaft? Noch immer nicht. Warum nicht? Was könnte Sie noch daran hindern, Deutscher zum Meister zu werden? Wie sehen Sie jetzt gerade das Spiel? Gefällt Ihnen das Spiel oder sehen Sie gar nichts mehr? Hennes Weisweiler weiß genau, dass er deutscher Meister ist. Er und der erste FC Köln. Auf diesen Tag hat er gewartet, seit er dem Gladbacher Bökelberg den Rücken gekehrt hat. Er schweigt, aber die anderen sagen, was er fühlt und was er denkt. Was sagt der Kapitän, wenn er vor dem Schlusspfiff den Platz verlassen musste wegen einer Verletzung, wie ich gesehen habe? Zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem 6:0 für uns. Und ich musste leider den Platz verlassen, weil ich eine leichte Oberschenkelzerrung habe. Und zur Vorsicht bin ich dann vom Platz gegangen, nach meinem Eckball. Richtig, das ist nur eine ganz großartige Leistung, die es im Bereich des Deutschen Fußballbundes nur ganz, ganz selten gibt, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und den Pokal, Heinz Flohe. Das ist sicherlich auch eines Ihrer größten Jahre, wenn man so sagen darf. Ja, ich spiele jetzt 12 Jahre beim 1. FC Köln und bin 3-mal Pokalsieger geworden. Und die deutsche Meisterschaft ist doch für einen Bundesliga-Fußballer das Allerwichtigste. Sie haben vielleicht mitbekommen, die Aufholjagd von Borussia Mönchengladbach, dem großen Konkurrenten, der sensationelle Halbzeitstand von 6:0, hat Sie das irgendwie beunruhigt? Ja, das hat uns etwas beunruhigt, aber wir wussten doch, dass wir dieses Spiel gewinnen würden in der Halbzeit schon. Und ich glaube... 11, 12 Tore zu schießen, ist halt auch in bester Form ein Kunststück. Ja, das ist doch, das kann man sagen. Ja. War noch mal eine Chance für den FC St. Pauli, aber die Abwehr hat heute nach meiner Auffassung hervorragend gespielt. Was sagt der Kapitän? Ich finde, über die ganze Saison über hat unsere Abwehr hervorragend gespielt. Insbesondere unser Torwart Toni Schumacher, dem wir praktisch die Meisterschaft verdanken können. Toni Schumacher, jetzt jubelt er. Einen Moment noch, ich weiß, dass Sie jetzt zum Hennes wollen. Toni! Alles klar. Das sind Szenen, meine Damen und Herren, unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Toni Schumacher und seine Freunde, das große Double ist geschafft. Toni Schumacher für Sie. Toni, für Sie. Toni, für Sie persönlich eine Riesensaison. Sie haben persönlich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Was ist das für ein Gefühl nach dem Pokal, jetzt auch die Meisterschaft? Ich sehe Sie strahlen. Mir fehlen die Worte, da kann ich leider noch nicht zu sagen, wenn es das erste Mal ist. Einmalig. Ja, Sie sind der Trainerassistent und haben Ihre Laufbahn nach diesem Spiel beendet. Welches Gefühl hat man als Spieler, der in der Bundesliga einige 100 Spiele gemacht hat? Ja, für mich ist das wahrscheinlich genauso schön wie für die Spieler. Und ich freue mich unwahrscheinlich über diesen Sieg. Besonders, wo die Gladbacher unter etwas... komischen Umständen da so hoch gewinnen konnten in Dortmund. Und das war unsere richtige Antwort, dass wir hier so hoch gewonnen haben. Herbert Neumann, was gibt's? Ist doch wohl zu fassen. Ja, im Moment ist also, ich wundere mich nur über das Ergebnis in Düsseldorf. Das ist für mich ein Ding, was also unglaublich für mich ist. Hat Sie das bedrückt? Nein, absolut nicht, weil wir unserer Stärke nicht bewusst waren. Aber ich finde das also ein Ding, was im Grunde kaum zu fassen ist, was die Stadt gespielt haben muss. Ne? Haben Sie irgendwelche... Während die St. Paulianer hier mit unheimlichem Ehrgeiz ins Werk gegangen sind, werden wahrscheinlich die Dortmunder irgendwie Larifari gespielt haben. Und das ist die große Unverschämtheit. Vielleicht kann man es nachher sehen. Hennes Weisweiler, bei allen Erfolgen, die Sie in Ihrer Trainerlaufbahn hatten, das Double ist der größte Erfolg in diesem Jahr. Wie fühlt sich der Trainer nach so langer, schwer getaner Arbeit? Es war eine aufregende Geschichte, gerade in den letzten Wochen. Und ich bin glücklich, dass diese Mannschaft es geschafft hat.
Dennis Weisweiler, ich weiß, dass das Thema fast, als wenn man über die Verwandtschaft spricht, Borussia Mönchengladbach holt auf, hat es Sie bedrückt, immer wieder hören zu müssen, ein Tor mehr, ein Tor mehr. Zur Halbzeit war, glaube ich, für Sie die kritischste Zeit, ja, als es hier nur 1-0 stand, in Düsseldorf aber 6-0. Ja, ich war zu sehr mit meinem Spiel beschäftigt, deshalb habe ich zwar das Ergebnis gewusst, aber habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das hat Sie nicht belastet, Hennes Weißmann? Nein. Morgen geht es zum Empfang. Ein großer Kölner mit einer großen Mannschaft in seiner Heimatstadt gefeiert. Ja, danke schön. Tja, Wolfgang Orath, wenn man solche Bilder sieht, ich fand sie sehr eindrucksvoll. Ich muss sagen, da war eine Menge Stimmung drin, nicht? Sie, hat Ihnen das auch gefallen? Fand ich sehr gut. Wolfgang Orath, wenn Sie das so verfolgen, beschleicht Sie da nicht noch so ein bisschen Wehmut? Tja, wenn man Fußball spielt und man erreicht Erfolge, ist das immer eine schöne Sache. Aber ich habe im letzten Jahr gesagt, dass wenn das Fußballspielen mir nicht mehr so viel Freude macht, dass ich dann lieber aufhören würde. Und ich bin heute froh, dass ich diese Entscheidung vor einem Jahr getroffen habe. Denn das Verhältnis zwischen dem Trainer und mir war so schlecht, dass es mir eben nicht mehr so viel Freude gemacht hat. Und aus diesem Grunde freue ich mich zwar mit meinen ehemaligen Mitspielern und auch für meinen Verein, aber ich selbst kann also in diesem Moment nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt dabei sein möchte. Ich habe im Fußball alles erreicht und der Abschluss im letzten Jahr war, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für mich. Sind Sie zur Meisterfeier eingeladen? Ich weiß nicht, wann die Meisterfeier ist. Ich weiß nicht, ob sie morgen schon stattfindet oder demnächst. Ich habe morgen einige Termine. Morgen bin ich also nicht in Köln, aber wenn demnächst eine Meisterschaftsfeier sein wird, dann und man Sie einlädt, werde ich, wenn man mich einlädt, da sein. Ich bin Ehrenmitglied, glaube ich, zuletzt im Club geworden. Glaube ich, ist gut. Ja. Und ich habe einen engen Kontakt zu meinem Club. 14 Jahre in einer Mannschaft zu spielen und alles mit der Mannschaft zu erreichen, das verbindet. Und das kann man so schnell auch durch vielleicht ein weniger gutes Verhältnis mit dem Trainer nicht ändern. Ich habe in der letzten Zeit eine Menge Leute getroffen, die meinten, nach dem, was Sie von Ihnen jetzt noch sehen in einigen sogenannten prominenten Spielen, wären Sie durchaus imstande und in der Lage, in eine solche Mannschaft noch wieder hineinzuwachsen und dort ernsthaft mitzuspielen. Ist das übertrieben oder trauen Sie sich das zu? Trauten Sie sich das zu? Das ist das Urteil anderer Leute. Freunde von mir werden sagen, wenn ich jetzt spielen würde, wären wir vielleicht mit 5 Punkten oder 6 Punkten Vorsprung Meister geworden. Gegner von mir werden sagen, wir wären nicht Meister geworden. Wer würde das beurteilen? Das ist sehr schwer zu sagen. Aber ich spiele sehr oft und Fußball macht mir Freude und das macht mir jetzt wieder Freude. Und deshalb würde ich es mir im Moment zutrauen, in jeder Mannschaft zu spielen. Aber ich bin froh, dass ich es eben nicht mehr brauche. Sind Sie auch froh, Frau Overath? Ja. Sie galten eigentlich jahrelang gewissermaßen als Triebfeder Ihres Mannes. Ich hoffe, dass ich Ihnen da nicht zu nahe trete. In guten wie in schlechten Zeiten. Und Sie haben sicherlich die Karriere Ihres Mannes sehr stark mitgeprägt. Hat er nach Ihrem Empfinden zur rechten Zeit aufgehört? Haben Sie mitgewirkt daran, dass er Schluss gemacht hat? Nein, absolut nicht. Das musste er selber wissen, wenn er aufhört. Aber ich war froh, als er aufhörte. Waren Sie eine solche Triebfeder, wie man immer gesagt hat? Wie, dass er aufhören sollte? Nee, überhaupt. Also haben Sie die Karriere Ihres Mannes sehr stark mitbeeinflusst? Nein. Wolfgang, was sagen Sie? Haben Sie das? Ich bin höchstens die Triebfeder, dass er hier geblieben ist. Ja, sie ist sehr bodenständig, sie hängt sehr an zu Hause. Und wenn dann eben Spekulationen aufkamen, dass ich nach Italien oder Spanien oder jetzt nach Amerika gehen sollte, dann hat sie sofort gesagt, nein, dann gehe ich nicht mit, dann musst du alleine gehen. Und da war mir die Familie doch zu viel wert für. Und deshalb hat sie in diesem Punkt sehr großen Einfluss auch in meiner Karriere gehabt. In allen anderen Punkten, in sportlichen Punkten hat sie sich überhaupt nie eingemischt, weil sie überhaupt nichts davon verstand, Gott sei Dank. Ist es Ihnen schwer gefallen, diese Entscheidungen zu treffen, hier zu bleiben und nicht ins Ausland zu gehen? Ich selbst bin auch Rheinländer und ich bin auch etwas bodenständig und ich hänge sehr an meiner Familie, vor allen Dingen an meinen beiden Kindern. Und ist hier? Für diese Kinder oder für meine Kinder hätte ich auf nichts in der Welt verzichtet. Und ich hätte also noch weit größere Angebote bekommen können. Ich wäre wegen den Kindern nie weggegangen. Ich wäre immer wegen den Kindern zu Hause geblieben. Der Marco ist hier, ist jetzt 9. Sascha ist 6. Sascha ist 6, der zweite Sohn. Vater und Mutter haben den Marco mal mit hergebracht,
einmal im Jahr darfst du so spät aufbleiben, nicht Marco? Der Bundeskanzler hat gratuliert dem 1. FC Köln in einem Telegramm. Und nach Schalke und Bayern München ist der 1. FC Köln der dritte Verein, dem es gelingt, beides zu gewinnen, den deutschen Pokal und die deutsche Meisterschaft. Sie haben die erste mitgemacht, 1964. Das war eigentlich auch so Ihr erstes großes Jahr. Seit 1963 haben Sie gespielt für den 1. FC Köln. Zu Beginn der Bundesliga. Sie haben an drei Weltmeisterschaften teilgenommen, mit großem Erfolg. Sie haben mehr als 400 Spiele gemacht für den 1. FC Köln. Ungefähr. Sie haben 81 Länderspiele gemacht für Deutschland, unter heftiger Kritik sehr häufig. Sie sind auch gerade vor Weltmeisterschaften sehr häufig ins Kreuzfeuer geraten. Nicht Sie allein, viele andere neben Ihnen auch. So oft war die Kritik wieder auch nicht da. Aber sie war zum Beispiel an entscheidenden Punkten vor der WM in Deutschland. Da war es sehr, sehr stark. Hat Sie das sehr belastet? Ja. Haben Sie darunter gelitten? Als Fußballer relativ sensibel. Und genauso habe ich unter dem schlechten Verhältnis zwischen dem Trainer und mir auch in der letzten Saison zum Schluss der Serie beim 1. FC Köln gelitten. Und ich glaube, ein Fußballer, der sensibel ist, kann, wenn er das Vertrauen des Trainers nicht hat oder das Vertrauen des Publikums, dann kann er keine guten Leistungen bringen. Dann wird er immer verkrampft und wird nie frei werden. Und Sie haben an sich selbst gemerkt, dass die Leistungen schlechter wurden? Ja, sie wurden immer gehemmter. Man traute sich nichts mehr zu. Und das hat auch sicher die Familie belastet, Frau Overath. Auch nicht so. Der Wolfgang ließ sich zu Hause sehr wenig davon anmerken. Ja. Mhm. Sie haben also nicht so sehr viel davon mitgekriegt. Nein. Sie hatten ja gehofft, dass er, nachdem seine Karriere nun beendet war, eher öfter zu Hause sein würde, sich öfter der Familie widmen könne. Das Gegenteil ist der Fall. Stimmt's? Das stimmt. Also wenn man sieht und hört, wie oft er rumsaust, ja, dann kann ich mir denken, dass sich da sehr viel nicht geändert hat. Wolfgang, die Saison ist vorüber. Was hat Sie am meisten beeindruckt, wenn Sie so diese 34 Spieltage mal Revue passieren lassen? Ja, oder was etwas hat Ihnen am meisten imponiert? Ich muss sagen, ich hatte mit unserer Mannschaft gerechnet, dass wir Meister wurden. Etwas überrascht war ich, dass Bayern und Gladbach in dem letzten Jahr, in der Gesamtsaison, nicht mehr diese führende Rolle gespielt haben wie vor 6, 7 oder 8 Jahren, die ganze Zeit über. Die Gladbacher sind zum Schluss wieder gekommen, aber in der ganzen Serie waren sie relativ schwach. Nicht so stark, was heißt gibt's schwach, dafür? Also nicht diese führende Position, die sie gibt's vorher hatten. Gibt es dafür eine Erklärung aus Ihrer Sicht? Vielleicht ist das so bei großen Mannschaften, dass irgendwo der Punkt kommt, wo man über eine ganze Saison die Mannschaft vielleicht nicht mehr so begeistern und motivieren kann, obwohl ich glaube, dass gerade der Herr Lattek ein hervorragender Trainer ist und es auch heute wieder geschafft hat. Aber das ist sehr, sehr schwierig und das ist im Ausland bei Real Madrid und so weiter auch gewesen. Und in Deutschland war es nun in den ganzen Jahren Bayern und Gladbach und dann kommt eine Phase, dann geht es etwas bergab und in dieses Loch sind wir vom 1. FC Köln in diesem Jahr hereingestoßen und ich hatte eigentlich erwartet, dass andere Mannschaften, der HSV und Berlin Schalke und Schalke, dass die stärkeren Widerstand leisten würden, aber man hat gesehen, dass diese Mannschaften doch nicht das Format hatten. Eine große Überraschung ist für mich unter anderem, ich nenne also beispielsweise den VfB Stuttgart, unter anderem auch der MSV Duisburg, eine Mannschaft, die immer so als graue Maus buchstäblich bezeichnet wurde und die heute die Möglichkeit hatte, gegen Schalke 04 durch einen Sieg die Runde der Mannschaften zu erreichen, die am UEFA-Pokal teilnehmen dürfen. Gerd Krämer hat in Duisburg das Spiel gesehen und wird uns ganz kurz ein paar Eindrücke vermitteln. Nach torloser erster Halbzeit Duisburger Sturmlauf gegen im Angriff blasse Schalker. Chancen in Serie. Hier Jara. Seliger auf Steilvorlage, umspielt Torwart Gross. Außennetz. Chancen, aber kein Treffer. Endlich eine Viertelstunde vor Schluss, das längst fällige Duisburger Führungstor. Dietz drückt den Ball über die Linie. Und so wurde das goldene Tor eingeleitet. Einwurf zu Dietz. Kopfball Bücker. Stolzenburg. Seliger. Dietz und hochverdient 1:0. Wenn wir noch einen Blick auf das übrige Geschehen werfen wollen, zum Beispiel könnten wir uns die Ergebnisse, die kompletten, im Zusammenhang mal anschauen. So sah das also heute aus am letzten Spieltag. Bochum-Düsseldorf 2-1, Hertha-Hamburg 3-2, Duisburg-Schalke also 1-0, 60-Saarbrücken 2-0, Frankfurt-Braunschweig 2-0, Kaiserslautern-Bayern 5-0, Stuttgart-Bremen 2-0, St. Pauli-Köln also 0-5 und wie gesagt Gladbach gegen Dortmund 12-0. Die Tabelle
Zum Abschluss Köln und Gladbach also punktegleich. Köln neuer Meister aufgrund der besseren Tordifferenz von 3 Toren. Köln als neuer Doppelmeister. Bundesliga und Pokal wird die Bundesrepublik Deutschland im Europapokal der Landesmeister vertreten. So kann Düsseldorf als Verlierer des Pokalfinals am Europapokal der Pokalmeister, der Pokalsieger teilnehmen. Gladbach, Hertha, Stuttgart und Duisburg haben sich für den UEFA Cup qualifiziert. Auf den folgenden Plätzen mit Frankfurt, Kaiserslautern, Schalke, HSV, Dortmund, Bayern, München und Braunschweig. Vereine, die sich zeitweise Hoffnungen auf die Teilnahme an diesem attraktiven Wettbewerb machen durften, aber gescheitert sind. Die Absteiger der Saison standen ja schon fest. 1860 München, Saarbrücken und der FC St. Pauli. Die 15. Fußball-Bundesliga-Saison brachte vor allen Dingen die Erkenntnis, dass der deutsche Erstliga-Fußball immer noch erstklassig besucht ist, mit insgesamt 8.043.000 Zuschauern. Das ist neuer Rekord. Allein 918.000 davon besuchten den VfB Stuttgart. Es entspricht einem Schnitt pro Spiel von 54.000, was also ebenfalls ein neuer Rekord ist. Absteiger St. Pauli offenbarte die negative Bilanz, 202.000 Zuschauer, das sind 12.000 pro Spiel. Es wurden 11 rote Karten verteilt, eine mehr als 1977. Die Schiedsrichter verhängten 102 Strafstöße, 83 davon wurden verwandelt. Eine weitere Bestmarke wurde heute Nachmittag erreicht. Das 12:0 von Gladbach gegen Dortmund ist das höchste 0:0-Ergebnis in 15 Jahren Bundesliga. 42 Tore am vorletzten Spieltag bedeuten Saisonrekord. Die Bestmarke von 47 Toren an einem Tag erzielt am 11. September 1966 war also nicht in Gefahr. Und überhaupt gab es 1978 1014 Tore. Je 24 davon erzielten Dieter Müller vom Meister Köln und Gerd Müller, alle Achtung, nicht Wolfgang, von Bayern München. Auf Platz 3 Klaus Toppmöller aus Kaiserslautern mit 21 Toren. Mit seinen 5 Toren im Finale kam Jupp Heynckes hinter Fischer, Burgsmüller und Simonsen mit 18 Treffern auf den 6. Platz. Jetzt könnten wir gleich noch die Ergebnisse der 2. Liga anhängen. In der Gruppe Nord Bielefeld Herne 2:0, Bremerhaven Solingen 5:2, Bocholt Herford 0:2, Leverkusen Tennis Borussia Berlin 2:1, Wuppertal Hannover 96 2:3, Rot-Weiß Essen Uerdingen 1:0 und Wattenscheid 0:9 gegen Schwarz-Weiß Essen 4:0. In der Tabelle hat sich vom 1. bis zum 9. Platz nichts verändert. Bielefeld führt trotz mangelhafter Leistungen beim 2:0 über Herne vor Münster und Fortuna Köln, die morgen im direkten Vergleich aufeinandertreffen. Und im Süden Würzburger Kickers gegen die Offenbacher Kickers 2:4, Bayreuth Trier 2:1, Fürth Pirmasens 5:0, Worms Bayern Hof 2:1, Baunatal Waldhof 2:2, Darmstadt Würzburg 04 2:0 und Augsburg gegen Karlsruhe 2:3. Im Süden bleibt es bei der Reihenfolge für die ersten 6. Darmstadt führt weiterhin vor Nürnberg und den Kickers aus Offenbach, die in Würzburg viel Mühe hatten. Das Endspiel um den Fußballpokal in der DDR gewann in Ostberlin der 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden mit 1:0. So, und was es sonst noch im Verlauf dieser sicherlich sehr spannenden, attraktiven Saison gab, das werden Sie morgen sehen können in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, also zwischen 4 und 5, in einer Stunde, die den Titel trägt Schlusspfiff. Und daraus können wir jetzt einen kleinen Appetithappen mal bekommen. Zusammengestellt von Christian Posselt und Rolf Töpperwien. Schlusspfiff also morgen zwischen 4 und 5.
Wolfgang Obracht hat ein bisschen gezögert, als ich ihn bat, auf die Wand zu schießen. Er hat gestern ein schweres Spiel bestritten in Hannover. Was gab's da gestern? Ja, es ging, glaube ich, um irgendeine gute Sache. Platz an der Sonne oder so etwas. Und da haben wir gespielt mit einer europäischen, out-internationalen Elf gegen NDR. Wir haben ganz klar gewonnen. Wer war mit drin in Ihrer Mannschaft? Große Leute? Uwe Seeler, Di Stefano, Gunnar Green, Helmut Haller und noch. Ganze Menge. Hat Spaß gemacht. Ja, macht sehr viel Freude. Sie sollten nicht von uns scheiden, ohne zu schießen und uns zu sagen, welche Aussichten Sie der deutschen Nationalmannschaft geben für Argentinien, nach dem, was gewesen ist. Da sollte man nicht sehr viel drum geben. Wenn unsere Mannschaft in Malente ist, dann wird es unserem Bundestrainer, der das in 3 Weltmeisterschaften schon gezeigt hat, auch diesmal wieder gelingen, dass wir hervorragend in Form sein werden. Und schlechter als früher sind wir nicht geworden. Wir haben genauso gute Spieler und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz vorne dabei sein werden und gut abschneiden werden. Wenn Sie... Ich will Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, aber wenn Sie die deutsche Nationalmannschaft aufstellen könnten, wenn Sie die Chance dazu hätten, wie würde die im Wesentlichen aussehen? So wie jetzt oder würden Sie ernsthafte Veränderungen vornehmen? Es ist sehr schwer. Wenn ich einzelne Namen sage, nee, dann tue ich dem anderen weh oder dem... Vielleicht im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, der Stamm steht und da sollte man nicht sehr viel dran ändern. Es wäre schön gewesen, wenn der Franz dabei gewesen wäre, aber jetzt ist es zu spät und man sollte dieses Thema auch jetzt nicht mehr allzu sehr... sprechen, das ist vorbei und da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Richtig. Sehen Sie noch eine Chance für Ihren ehemaligen Mannschaftskameraden Dieter Müller? Ich bin sogar ziemlich sicher, dass der Bundestrainer wahrscheinlich den Dieter noch mitnimmt, denn ich könnte mir vorstellen, wenn dem Klaus Fischer etwas passiert, haben wir, glaube ich, fast keinen richtigen Mittelstürmer und der Dieter Müller ist vom Typ her ein idealer Mittelstürmer. Wenn er in Malente sein wird, wird er so viel Selbstvertrauen vielleicht kriegen, dass er wieder gut spielt. Und wenn sein Knie gesund ist und hält. Das glaube ich ja. Vielleicht klappt es doch noch. So, okay. Jetzt gucken wir uns an, was Sie noch zu bieten haben. Früher war das eine ganze Menge. Dankeschön. War der drin? Ja, wollen wir mal großzügig sein und sagen fast. Wir haben das Tor schön rangebaut an die Treppe in der Hoffnung, dass von dort einer reinspritzt. Brechen Sie dem Kolani das Flugzeug nicht ab, sonst macht er uns regresspflichtig. Ja, den haut er rein. Das wäre wirklich schön. Also ich würde das sehr. Ja, man wird älter, das klingt. Ja, auf jeden Fall. Es hat jedenfalls schön geknallt. Vielen Dank. Alles Gute. Frau Operath, vielen Dank, dass Sie dabei waren. War sehr schön. Dankeschön. Eishockey, Weltmeisterschaft. Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag. Die deutsche Mannschaft hat sich bisher relativ gut gehalten für ihre Verhältnisse. Es gab zwar eine Niederlage gegen Schweden, 2-6, dann eine gegen die UdSSR mit 4-7. Dabei hat aber die Mannschaft recht gut ausgesehen, wie die Fachleute sagen. Heute ging es gegen die CSSR, gegen die es beim letzten Mal noch eine 0-10 Niederlage gab. Und für die deutsche Mannschaft, für die der Bundesrepublik Deutschland, kam es darauf an, möglichst gut abzuschneiden, um irgendwie einen Vergleich zu liefern. Denn es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass der Abstieg, eine Mannschaft muss absteigen aus dieser A-Gruppe, zwischen der DDR und der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen wird. Die DDR hat gegen die Tschechen mit 0-8 verloren. Und Sepp Ortmeier wird uns jetzt einige Szenen aus dem Spiel der Bundesrepublik gegen die CSR kommentieren. Gegen den Weltmeister ein achtbares Ergebnis zu erzielen, diese Absicht der deutschen Mannschaft in weißen Trikots war von Beginn an auch zu erkennen. Vor 14.000 Zuschauern im Physikparkstadion in Prag spielte sie mit dem Titelverteidiger auch ganz kräftig mit. Szenen aus der 5. Minute, abseits Bulli vor dem Tor von Erich Weishaupt. Beide Mannschaften in Bestbesetzung. In der GSSR-Auswahl steht Krah anstelle von Holicek im Tor. Ebermann. Martinez. Wechselnde Szenen in der Anfangsphase. Reindl.
und erst die Möglichkeit für die Bundesrepublik. Bernderner Schuss knapp von Wild am Tor von Graf vorbeigelenkt. Gegenzug des Weltmeisters. Kaberle. Immer noch Kaberle. Und achten Sie auf die Nummer 25. Er überspielt Bernderner die Nummer 19. Und 1:0 in der fünften Minute durch Ebermann. Die Wiederholung. Vorbei an Erich Weishaupt. 1:0. Eine frühe Führung für die GSSR. 4 Minuten später. Udo Kiesling. Die deutsche Mannschaft spielt mit 4 Sturmreihen. Jetzt die 4. Reihe mit Funk, Wasatko und Köberli auf dem Eis. Weishaupt, der Berliner, sehr, sehr Aufmerksamkeit. Eine große Stütze für seine Mannschaft. Zufriedenheit auf der deutschen Bank, obwohl man im Rückstand liegt. Auhuber, Reindl. Machatsch. Der Mann mit der Nummer 4 aus der GSSR spielt seine 12. Weltmeisterschaft mit. Er ist der erfahrenste Spieler im GSSR-Team. Auhuber, zunächst geklärt. Und jetzt passiert ihm ein folgenschwerer Fehlpass. Marian Stasny kommt an den Puck, passt zu seinem Bruder Peter und ohne zu zögern 2:0 die 9. Spielminute. Marian Stasny, Peter Stasnys dritter Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. 2 Minuten später die 1. Reihe der deutschen Mannschaft auf dem Eis mit Philipp, Kühnhackl und Schloder. Kühnhackl, er ist ja in der GSSR geboren, seit 1969 in Deutschland, in seinem Heimatland. Er zeigte heute ein recht ansprechendes Spiel, zeigte sich aber sehr unkonzentriert im Ausnutzen der Chancen. Schloder, der Kapitän. Aufmerksam die Hintermannschaft. Ebermann, Novak und wieder Erich Weishaupt mit Kretschmer zusammen. Beifall der 14.000 Zuschauer. Novak und Kühnhackl beim Bulli. Gutes Kombinationsspiel bei der deutschen Mannschaft in dieser Phase. Kühnhackl, Philipp. Philipp vom VfL Bad Nauheim. Und achten Sie auf die Nummer 4, auf Udo Kiesling. Er sieht Philipp frei. Der mit der Rückhand zu Schloder. Und 2:1. 2:1 durch den Kapitän der Nationalmannschaft. Er ist zum 12. Mal bei der Weltmeisterschaft dabei. 200 deutsche Schlachtenbummler im Fuzzi-Park-Stadion feiern das 2:1 durch Schloder. Und kurz vor Ende des ersten Drittels hatte auch Kühnhackl noch die ganz große Möglichkeit zum 2:2 Ausgleich. Aber er scheitert an Kra. Eine fast hundertprozentige Chance. 2:1, der Stand also nach dem ersten Drittel. Wir sind etwa in der 25. Spielminute. Auhuber vom EV Landshut verbüßt eine 2-Minuten-Strafe. Gelegenheit für die GSSR auf 3:1 zu erhöhen gegen nur 4 deutsche Feldspieler. Zunächst Weishaupt in Aktion. Bulli. Dvorak, der deutsche Abwehrblock steht gut. Husar. Und in der Mitte steht Marian Stasny frei. Eine kleine Unaufmerksamkeit. Marian Stasny 3:1. Nur wenig später. Die GSSR jetzt mit ihren besten Spielzügen. Reindl, er leistet sich einen folgenschweren Fehler. Marian Stasny nimmt den Puck auf. 4:1 in der 30. Spielminute. Die GSSR erhöht in der Folgezeit noch auf 5:1 durch Ebermann. Ehe Schloder den Puck
ich möchte fast sagen, durch ein Foulspiel erkämpft und passt zu Kühnhackl kurz vor Ende des zweiten Drittels 5:1. 5:2, Entschuldigung. Bis zur letzten Spielminute hat sich die deutsche Mannschaft dann nur noch durch Disziplinlosigkeit hervorgetan. Handelte sich insgesamt 28 Strafminuten ein, so war es ein leichtes für den Weltmeister auf 7:2 davonzuziehen. Keikel, die Nummer 17, besorgte dann noch den 8:2 Endstand. Die deutsche Mannschaft zeigte zwar eine ansprechende spielerische Leistung, doch will Bundestrainer Rampf mehr erreichen als im letzten Jahr, so muss er seinem Team den Unterschied zwischen Härte und Unfairness noch ganz rasch beibringen. 8:2, der Endstand in Prag. Die deutsche Mannschaft muss sich in den folgenden Spielen noch erheblich steigern und Disziplin bewahren. In der zweiten Begegnung des heutigen Tages schlug Schweden die DDR mit 10:1. Nach dem überraschenden Erfolg über Jimmy Connors schlug der Amerikaner Hank Pfister beim internationalen Tennisturnier in Las Vegas auch seinen Landsmann Rusko Tanner in 3 Sätzen und steht nun im Halbfinale, wo er auf den Italiener Barazzutti trifft. Bei einem Sportfest in München erzielte die 18-jährige Junioren-Europameisterin Heidi Repser aus Eckental mit 61,28 Meter im Speerwurf die zweitbeste Weite ihrer Laufbahn und schlug die Olympia-Achte Karen Smith, USA. Und noch die Ergebnisse der Hallenhandball-Bundesliga. TV Hüttenberg gegen TV Großwaldstadt 13:19, Milbertshofen Hofweier 14:17, Gummersbach Dankersen 23:15, PSV Hannover THW Kiel 17:24, Frisch auf Göppingen TV Neuhausen 25:17, Nettelstedt OSC Rheinhausen 19:17, TuS Derschlag gegen die SG Dietzenbach 18:15. Die 3 Spitzenplätze sind unverändert. Gummersbach führt vor Großwaldstadt und Dankersen. Die Meisterschaft wird sich in den beiden letzten Spielen am Mittwoch und Samstag entscheiden. Und jetzt nach Föhringen in der Nähe von Ulm, wo heute das erste große internationale Turnier der Gymnastinnen auf deutschem Boden ausgetragen wurde. Mädchen aus Jugoslawien, aus Holland, aus der Schweiz, aus der UdSSR und natürlich aus Deutschland. Hans Chemnitz wird uns von diesem Wettbewerb, der als ernstzunehmende Vorbereitung auf die Europameisterschaft Ende des Jahres in Madrid angesehen wurde, berichten. Elena Thomas, eine 15-jährige junge Dame aus der Sowjetunion, mit dem originellsten Vortrag. Sie wiegt ganze 39 Kilogramm und zählt zu den vielen Talenten in der Sowjetunion. Das Seil aus Hanf ist unterschiedlich lang, je nach Körpergröße. Sehr eigenwillig dieser Vortrag der 15-Jährigen. Beifall, der hier nicht erwünscht wird. Beste Bewertung mit 9,50 Punkten, viel Beifall und im Gesamtklassement 2. Platz. Höhepunkt ganz ohne Zweifel die Bandkür der 18-fachen deutschen Meisterin Carmen Rischer aus Wattenscheid. In dieser Disziplin wurde sie bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Basel Vize-Weltmeisterin. Und Achtung, hier ein Fußfehler, der wertvolle Zehntelpunkte kostet. Die Musik maßgeschneidert für Carmen Rischer, gespielt von Eugen Filipescu. Thank you.
hohe Schwierigkeiten in dieser Passage. Doch nur 9,40 Punkte für diese Leistung insgesamt, jedoch ein wenig enttäuschend, nur der dritte Rang. Irina Dervina aus der Sowjetunion, die in allen drei Wettkampfarten ausgeglichenste Gymnastin. Sie war schon Weltmeisterin in der Gruppe, ihr Vortrag mit dem Ball elegant und harmonisch. Völlige Übereinstimmung zwischen Musik und Bewegung. Gelungener Schlussteil. Mit 28,30 wird sie überlegene Gesamtsiegerin im ersten bedeutenden Turnier. Zu Beginn unserer Sendung hatte ich Ihnen schon vorgestellt den neu geschaffenen Karl Adam Gedächtnispreis. Wer Karl Adam war, werden die meisten von Ihnen wissen. Wir werden noch kurz darauf zu sprechen kommen. Geschaffen hat diese Büste aus Bronze Luigi Collani, der viele andere Dinge schon zu Wege gebracht hat. Einiges mit sehr viel Wohlwollen betrachtet, anderes sehr kritisch. Herr Collani, wer hat Sie inspiriert, Karl Adam dieses Denkmal zu setzen? Einmal die Freundschaft zu Karl Adam, zum anderen die Problematik, die durch den unbequemen Adam im Deutschen Ruderverband entstand, die Karl Adam immer zu einem Außenseiter stempelte. Und Karl Adam ist eigentlich nach seinem Tode vor einiger Zeit völlig aus dem Verband gestrichen worden. Er hat nicht die Aufmerksamkeit erfahren, die ein so großer Mann, der größte Mann, der jemals im deutschen Rudersport tätig war als Trainer, hätte erfahren müssen. Und die Ruderer, die Meisterruderer, die unter ihm gelitten und gearbeitet haben, haben sich mit mir zusammengetan. Und wir haben gemeinsam, ich habe Karl Adam ja sehr, sehr viel später kennengelernt, seine letzten zwei Lebensjahre. Wir waren sehr eng befreundet, er war sehr oft bei mir zu Besuch. Ich habe ihm ja auch versucht, mit einem Achter, mit einem Ultraleichtbau-Achter zu helfen, was in die Hose ging. Wir haben versucht, ihm seinerzeit bei seinen Trainingsmethoden den Stress vom Mann zu nehmen und das Material sprechen zu lassen, eine Humanisierung dieser Chose. Es ist uns nicht ganz gelungen. Die Russen bauen jetzt an dem Boot, bedauerlicherweise. Im letzten Jahr wurde eine große Veröffentlichung in der Sowjetunion gezeigt. Ich freue mich, heute dieses Stück Dr. Horst Meyer übergeben zu können, der als Mann der anderen Seite gilt, das heißt der Ruderer, der die vielen Preise gewonnen hat unter Karl Adam. Ich freue mich sehr, es ist mir ein ganz persönliches Bedürfnis. Horst Meyer, Sie waren Schlagmann des Olympia-Achters 70 in Mexiko. Sie haben viele, viele Rudersiege errungen. Sie waren, glaube ich, einer der erfolgreichsten Ruderer aller Zeiten. Und Sie sind irgendwie mit Karl Adam so verbunden wie kaum ein anderer. Ja, ganz richtig ist es nicht. Ich bin also nicht aus den Anfängen Karl Adams. Da gibt es also andere, Klaus von Fersen oder Manfred Wolfs oder Professor Schröder, Professor Lenk. Also diese Namen gehören dazu. Von Groddeck. Von Groddeck natürlich. Also ja. Ich würde sagen, von Groddeck ist sogar erfolgreicher als ich sogar noch. Es ist so, dass ich mit Karl Adam die letzten wesentlichen Jahre bis 68 gemacht habe. Und aus Luigi Collanis Worten spricht also sein schlechtes Verhältnis zum Deutschen Ruderverband. So schlecht ist unser nun wiederum nicht. Wir sind auch Mitglieder des Deutschen Ruderverbandes. Nicht? Aber dieser Büste war also eine Idee von Collani. Wir haben gesagt, also wenn man etwas Besonderes schaffen will,
da muss man auch den Mut haben, einen besonderen Künstler anzusprechen. Und die Idee ist auf der Trauerfeier von Karl Adam geboren worden. Vor anderthalb Jahren. Vor den Olympischen Spielen 76 war das. Und im Wesentlichen initiiert auch von dem Rom-Achter und dem Mexiko-Achter. Und so kam es also in Gang. Und das Novum ist eigentlich, dass dieser Preis von den Athleten gegeben wird und jetzt praktisch an den Ruderverband weitergegeben wird. Der Ruderverband ist also praktisch nur der Träger dieses Preises jetzt, aber im Grunde die Initiative ging von den Athleten aus. Und wenn man also vorhin mal Overath so sein gespanntes Verhältnis zum Trainer sah, das ist also nun überhaupt nicht der Fall, weil also alle die Athleten, die unter ihm erfolgreich gerudert haben, fast alle muss man sagen, es gibt immer einige, die also nicht ganz so gute Kontakte haben zu Adam, aber die eigentlich immer ihm bei der Stange geblieben sind und ihm die Stange gehalten haben. Und ich glaube auch, der Gedanke Adams, der wird sich auch fortsetzen im Ruderverband, denn dafür hat er sich viel zu sehr mit seiner Methode auch im Ruderverband fundamentalisiert, will ich mal sagen. Die Ruder haben diesen Preis also bezahlt, wenn ich das schnell noch einschieben darf. Und Herr Colani hat seine Arbeit seine Arbeit zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Gespräch gehabt auf dem Schloss von Herrn Colani und die Ideen gingen also sehr weit auseinander. Im ersten Moment waren wir ein bisschen erschrocken, was er alles machen will. Und wir haben also gesagt, also nun, wir müssen ihm den freien Lauf lassen, dem Künstler. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu machen hat. Aber waren letztlich von dieser Idee also besonders angetan. Auch Dr. Wölfing, der ja damals mit war, auch gleich sagte, also fantastisch und das sollten wir machen. Und ich muss ehrlich sagen, Kompliment, also ich bin also auch sehr überrascht. Ich freue mich sehr darüber. Einmaliger und sehr guter Fall. Ich muss ein Wort dazu. Bitte, eine Sekunde, bitte. Denn wir hatten hiermit vor, um zu erklären, was hiermit ausgedrückt werden soll, der Name Karl Adam in Findlingsblöcken, ein Wikingerschiff, das sich hervorragend eignete, um diese Medaillen alle unterzubringen, an den Schilden, die an den Wikingerschiffen... Das sind nur die wichtigsten Achtermedaillen, muss man sagen. Die wichtigsten Achtermedaillen. Ja, ja. Ich hatte ja noch andere gehabt. Und dann einmal das Wikingerschiff, Aufbruch zu neuen Ufern, der Mut, neue Trainingsmethoden einzuführen und dann seinen Kopf, der oben drüber thront. Das war die Idee und sie wurde seinerzeit auch eigentlich von allen akzeptiert. Hätte Karl Adam den Preis angenommen zu seinen Lebzeiten? Da sind wir nicht ganz sicher. Adam war ja immer ein Mann, der etwas zurückhaltend auftrat und es gab hier Stimmen, auch innerhalb der Mannschaften, die sagen, also das wäre bestimmt nicht im Sinne Karl Adams gewesen. Und wir sind aber eigentlich zu der Feststellung gelangt, für einen solchen Mann muss eben auch diese Besonderheit gelten und er hätte es wahrscheinlich also auch akzeptiert dann. Und dieser Preis soll in Zukunft wem dann nun zugedacht sein? Wir werden diesen Preis an den Deutschen Ruderverband übergeben und der ist ausgeschrieben für die internationale Meisterschaft, die also dieses Jahr in Duisburg ausgetragen wird und für den Achter, das heißt also internationale Mannschaften, der siegreiche Achter wird also diesen Preis übergeben. Darf ich ihn mitnehmen oder eine Nachricht? Nein, der bleibt in Deutschland, denn dafür ist er nun zu wertvoll. Also er bekommt... Die kriegen also einen, ausländische Mannschaften kriegen ein Foto und die deutschen Mannschaften dürfen sich ein Jahr... dürfen sich ein... Sehen Sie, so kostspielig ist das Ding. Wir gehen mal rüber. Außer diesem ungewöhnlichen Preis hat Luigi Colani wieder was Neues auf den Markt gebracht, nämlich dieses tolle Auto, das aber bereits zu heftigem Widerspruch geführt hat. Sie haben, als es vorgestellt wurde in einer großen deutschen Illustrierten, gleichzeitig dort mit, ich hätte fast gesagt, verkauft Ihre Schelte für die deutsche Automobilindustrie. Sie haben so ziemlich alle deutschen Automobilfirmen sich vorgeknöpft und haben gesagt, deren Autos sind zum Teil gut begonnen, aber schlecht zu Ende geführt. Und das hat doch sicherlich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, oder nicht? Bei Ihnen ist man es ja gewohnt, Herr Colani, dass es immer Ärger gibt. Natürlich, wenn man jemanden seinen Fortle beleidigt, dann ist er böse und dann schießt er zurück. Aber ich bin der Meinung, dass die Aufgabe eines Designers ist, nimmer müd, Probleme aufzudecken und Kritik zu üben an den Dingen, die nicht fertig sind. Und die deutsche Automobilindustrie ist in den letzten Jahren, obgleich sie eine der besten der Welt von der Qualität, vom Styling her und von der Karosserieform her sehr uniform geworden, sehr gleichmäßig. Man kann heute, und ich habe das mal in Frankfurt vorgeschlagen, vom BMW die Dinger nachts abzumontieren, an die Opel ranzumachen und die Mercedes-Sterne an die BMWs. Das hätte kein Mensch gemerkt am nächsten Morgen. Sagen Sie. Ich bin ganz sicher. Und das hat uns eigentlich im Gespräch mit dieser großen Illustrierte, die Sie gerade nannten, dazu gebracht, mal so ein ganz klein wenig. Es ist ja sehr friedlich gewesen. Die Bösigkeiten ja rausgestrichen alle. Es gab Ärger, natürlich. Bösen Widerspruch. Und die haben mir auch dieses Auto fürchterlich schlecht gemacht. Herr Colani, darf ich jetzt mal ganz schlicht und einfach sagen, man wirft Ihnen vor, Sie seien ein Spinner, aber im guten Sinne.
Ich darf Ihnen das sagen. Sie dürfen mir das sagen. Schlagen Sie mir sofort aufs Maul. Nein, nicht. Nein, Sie sind ein Mann, der Mut zu Ungewöhnlichem hat, aber viele sagen, das, was er macht, sieht zwar prima aus, funktioniert aber nicht. Darf ich eine Frage nachschieben? Ja. Würden Sie mit dem Auto auf bundesdeutsche Straßen fahren wollen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wir sind sogar in Gesprächen mit großen Firmen, um es in Serie zu bauen. Aber das wird in den ersten Mai-Tagen entschieden. Das Wort Spinner ist durchaus legitim. Spinner sind doch die Männer. Man hat ja Leonardo einen Spinner genannt in seiner Zeit, in seinen Ansätzen, Anfängen. Spinner sind doch die motorische Kraft in der Industrie, die im Innern der Industrie wirken, immer wieder die Hefe im Teig zu sein und Dinge voranzutreiben. Und inzwischen, das kassiere ich durchaus wohlwollend. Geht es Ihnen denn inzwischen so gut, Herr Colani, dass Sie sich gestatten können, so außergewöhnliche Dinge zu produzieren, die dann möglicherweise in ein Museum wandern oder nachher wieder eingestampft werden müssen? Wir haben wie jede andere Firma eine Form von Werbung zu machen. Und das könnte durchaus eine Eigenwerbung sein. Die Veröffentlichung einer großen Illustrierte ist ja schon eine Riesenwerbung. Das ist ein keine. Das ist wir bauen dieses Ding weiter. Das ist ein Turbopolo. Das ist ein Turbopolo. Der wie schnell sein soll? Wir wollen etwas über 240 Stundenkilometer mit diesem Originalchassis, auf das wir nur eine super Stromlinienform aufgebaut haben, fahren. Ist der schon gerollt, dieser Wagen, der hier steht? Der ist gerollt, hat eine Maschine drin. Er klappert natürlich fürchterlich, weil es zusammengenagelt ist. In 2,5 Monaten. Wir lassen in England im nächsten Monat beginnen. Wir damit ein Aluminiumauto bauen, genau dieser Formgebung, mit leichten Retuschen, die uns die Kunden freundlicherweise in der großen Illustrierte nachgereicht haben. Und dann fangen wir an, mit dem Ding richtig zu fahren. Jetzt gehen wir noch hier rüber an dieses nicht viel weniger aufsehenerregende Flugzeug. Sie sind ja ein alter Flugzeugfan. Ja. Ein Aerodynamiker sind Sie ohnehin par excellence. Und jetzt haben Sie also dieses Ding gebaut. Das ist ein... Es ist ein Fluggerät, mit dem wir den letzten nostalgiegeladenen Weltrekord brechen wollen. Den für propellergetriebene Flugzeuge. Das, was hier vor Ihnen steht, ist ein Mock-up. Ich klopfe vorauf, das ist Kunststoff. Ein Mock-up ist eine Attrappe, wie sie jedes ordentliche Flugzeugwerk baut, bevor das Flugzeug endgültig in Aluminium oder in Kunststoff gebaut wird, um Maße, Einheiten und Berechnungen niederzuschlagen in einem fertigen Gerät. Was versprechen Sie sich von diesem Gerät, von diesem Mock-up hier? Ganz und gar nichts. Wir stellen es hin, bitten die internationale Flugindustrie, wie heute auch in einer großen Illustrierte, in einer englischen, um Partizipation an diesem Gerät, um Werbung für unser kleines Team einmal zu machen. Und zum anderen, eine sehr wichtige Geschichte, diese beiden außergewöhnlichen Luftschrauben, die sich an den Enden, am Anfang und am Ende dieses Flugzeugs befinden, um die zu testen. Das sind zwei außergewöhnliche Geräte, die im Überschall arbeiten und die wahrscheinlich für die Flugzeuge von morgen, die ja heute alle mit Jets fliegen, aufgrund der großen Treibstoffersparnis einmal einen ganz außergewöhnlichen Stellenwert erhalten werden. Wir sind mit großen deutschen Unternehmen im Gespräch und werden an diesen Luftschrauben arbeiten. Das sind die extremsten Konfigurationen, die wir bei uns im Kämmerlein zu stehen hatten. Ich habe sie zur großen Verwirrung heute mal hier rangesteckt. Wir haben sehr viel ordentlichere da. Aber diese Luftschrauben werden wahrscheinlich einmal so aussehen. Vor wenigen Tagen hörte ich, dass die NASA, der große amerikanische Verein, der ja weitgehend bekannt ist, auch negativ gepfeilte Luftschrauben in der Entwicklung hat. Mhm. Und das ist eigentlich so eine kleine Streichelei von hinten. Wir waren 2 Jahre früher schon dran. Der Pilot wird auf dem Bauch liegen. Er liegt auf dem Bauch und hier sind... Das ist ein alter Hut, Sie dürfen ruhig lächeln. Ich kann mal reingucken, es gibt also hier viele, viele Flugzeuge, die auf dem Bauch geflogen werden. Vor allen Dingen kurzzeitig wie dieses. Das fliegt ja nur 10 Minuten. Aufsteigen. Wie schnell? In 100 Meter rund 900 Stundenkilometer geradeaus. Umdrehen um den Pylon und wieder zurück. Nicht? Und dann geht's ins Museum, hängen wir es an die Decke ins Deutsche Museum nach München, wenn wir es geschafft haben. Der Rekord wird immer noch gehalten von... Der wurde seinerzeit geflogen von... Fritz Wendel hat ihn vor rund 40 Jahren in Deutschland geflogen. Er war 35 Jahre, glaube ich, in Deutschland. Und es ist eigentlich ein Weltrekord, der so ein ganz klein wenig nach Deutschland gehört.
Und ich möchte damit eigentlich so ein bisschen der Bundesregierung so ganz sanft in die Seite, nicht in den Hintern treten, aber in die Seite treten, dass sie ein bisschen mehr für die deutsche Luftfahrtindustrie tun. Die saufen, die lassen mir zu viele Flugzeuge absaufen. Wir waren nämlich die größten Flugzeugbauer der Welt vor dem Kriege. Und wir sollten ein ganz klein wenig mehr für unsere Luftfahrt tun. Darum auch diese nostalgiegeladene Klamotte. Herr Kulani, Sie haben den danken. Abend wieder bereichert. Vielen Dank. Danke Ihnen vielmals. Es drängt. Wir haben noch Basketball ausstehen. MTV Wolfenbüttel, MTV Gießen. Die Gießener hatten heute Abend die große Chance, bereits einen Tag vor Abschluss der Saison deutscher Meister zu werden. Und mein Kollege Volker Tietze wird uns jetzt schildern, ob Ihnen das gelungen ist in Wolfenbüttel. Zeitweise 10 Punkte betrug der Vorsprung für den MTV Wolfenbüttel in weißer Spielkleidung gegen den MTV Gießen, den Titelanwärter. Die Gießener greifen an. Spielstand 48:45. Hess kann verkürzen. Huntley mit der Nummer 9, der Amerikaner aus Kentucky, erste Saison bei dem MTV Gießen. Er will auch in der kommenden Saison in der hessischen Heimat bleiben. Und wieder ist es ein Break, mit dem sich die Gießener Luft verschaffen. Hier ist es Ingo Fröse, einer der Jungen. Er verkürzt auf 47:48. Der beste Aufbauspieler auf dem Feld, Erhard Appeltauer mit der Nummer 5. Wohlers und Craig Cassault. Der Amerikaner, der Wolfenbütteler, der heute nicht ganz zum Zug kam. Mit 11 Punkten blieb seine Korbausbeute deutlich hinter den besten Werfern zurück. Und mit diesem Wurf geht Gießen zum ersten Mal in Führung. Erhöhung gelingt 50:48 für den MTV Gießen. Professor Hannes Neumann, der Trainer des MTV, ist beruhigt. Seine Mannschaft ist im Moment deutscher Meister. Nervosität bei Wolfenbüttel. Selbst Appeltauer wurde davon betroffen, wie man hier bei seinen Freiwürfen sieht. Auch der zweite gelingt nicht. Szenen alle aus der zweiten Spielhälfte. Im dritten kann er zum neuen Spielstand 61:62 verkürzen. Bei Halbzeit hieß es noch 42:39 für Wolfenbüttel. Und nun ist dieser Vorsprung zusammengeschrumpft. Gießen mit 64:61 in Front. Die letzten Minuten dieser Partie laufen. Wie immer, da es um viel geht, und in dieser Partie geht es um sehr viel, etwas hektisch. Michail Albu, auch ihn packte die Nervosität. Man meinte fast, der MTV Wolfenbüttel würde um die Meisterschaft spielen. Mit so viel Elan hatte sich die Mannschaft in dieses Treffen geworfen. Das ist Roland Peters mit 27 Jahren, einer der älteren Spieler in Gießen. Er war so etwas wie der Joker von Hannes Neumann. Er kam rechtzeitig ins Spiel und er rechtfertigte seinen Einsatz mit einigen guten Körben. 11 Punkte erzielte er. Hier erhöht er zum 67:63. Leubel, Appeltauer, Craig, Cassault, der Amerikaner, mit 2,04 Meter, einer der größten auf dem Feld. Auch Hans de Witt, sonst einer der stärksten im Team von Wolfenbüttel, kam nur in der ersten Halbzeit zu seiner gewohnten Form. Auszeit verlangt hier ganz energisch Professor Hannes Neumann, da noch knapp 50 Sekunden zu spielen sind. Eine taktische Auszeit, denn nun gilt es für den MTV Gießen, den Ball zu halten. Spielstand 63
zu 67 zwischen Wolfenbüttel und Gießen. Und um noch einmal zu erinnern, gewinnt Gießen dieses Spiel, gewinnen die Hessen die deutsche Basketballmeisterschaft. Sprungwurf, Wohlers und Hess. Da geht der Schiedsrichter noch einmal zwischen die beiden Kampffähne, Appeltauer und Peters. Die Schiedsrichter Geiler und Metzger, der eine aus Heidelberg, der andere aus Braunschweig, vielleicht nicht glücklich gewählt. Abgepfiffen von diesen Schiedsrichtern, aber man gibt nicht etwa zwei Freiwürfe, sondern einen Einwurf. Proteste unter der nahezu ausverkauften Halle. Einige Zuschauer kamen aus Gießen, einige hundert. Sie wollten erleben, wie ihre Mannschaft hier den deutschen Meistertitel gewinnt oder noch warten muss bis zum nächsten Spieltag, wenn dieses Spiel verloren gehen sollte. Appeltauer, 2 Punkte zum 65-67 für den MTV Wolfenbüttel, hoffentlich nicht seine letzten für diesen Verein. Man munkelt, er würde in seiner Heimatstadt, wo er auch studiert, in Göttingen, zum SSC Göttingen gehen wollen. Das sind die letzten Sekunden, noch 3 Sekunden. Ein Foulspiel eines Wolfenbütteler Spielers, Einwurf für Gießen. Sprungwurf, Entschuldigung. Und man weiß inzwischen, was in 3 Sekunden im Basketball noch alles möglich ist. Aber da ist die Schlusssirene. 67-65 für den MTV Gießen. Mit diesem Erfolg, der sicherlich unerwartet in der Halle des MTV Wolfenbüttel gelang, sichert sich die Mannschaft die deutsche Basketballmeisterschaft. Die beiden übrigen Ergebnisse von heute: SSV Hagen, ASV Köln 75-74 und TuS 04 Leverkusen, USC Heidelberg 106-69. Sie erfahren jetzt noch die Gewinnzahlen des Wochenendes. Unsere nächste Sportsendung morgen, wie gesagt, Schlusspfiff von 16 bis 17 Uhr. Horst Mayer nimmt den Karl-Adam-Preis mit nach Hause. Ich sage alles Gute, vielen Dank, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wiedersehen. Tschüss. Auch.